Hallo zusammen. Wie in WhatsApp angekündigt, gibt es jetzt bei mir Wantang-Taschen. Das ist meine Lieblingsvorspeise. Wenn ich beim Chinesen essen gehe oder wenn ich mir Chinesisch bestelle, gibt es immer Wantang-Taschen dazu. Die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Ich glaube, so ein richtiges traditionelles Rezept dafür, wo sich jeder dran hält, das gibt es nicht, weil man da reinmachen kann, was man mag. Hackfleisch, Schweinefleisch, Fisch, wie auch immer. Oder eben auch nur mit Gemüse, geht natürlich auch. Und das Einzige, was ihr euch besorgen müsst oder halt eben selber machen, sind diese Wantang-Blätter. Die bekommt ihr beim Asialaden um die Ecke, meistens in der Gefriertruhe. Das sind hauchdünne Teigblätter, da ist nichts anderes drin als Mehl, Ei und Salz. Und ich brauche dann noch ein bisschen Lauchzwiebel dazu. Und dann wollte ich, weil ich es gestern entdeckt habe, mein Kohlrabi hat wunderschöne Blätter, die werde ich mir auch noch da reinmachen, weil die sehr geschmackvoll sind. Und wie gesagt, es gibt kein traditionelles Rezept. Ich habe auch schon überlegt, man könnte ja auch zur Weihnachtszeit, so wenn man Mehrgänge-Menü macht, die kann man ja auch prima vorbereiten, Königsberger Klopse-Wantang, Rinderrouladen-Wantang, der Geschmack bleibt ja da erhalten. Ist halt nur außenrum frittiert, wenn ihr sie frittieren wollt. Ihr könnt sie natürlich auch dämpfen. Dann nehmt ihr euch ein Sieb, packt da ein bisschen Backpapier rein, macht in das Backpapier Löcher und ab in den Dampftopf. Oder ihr habt halt einen Dampftopf und da könnt ihr die dann in, je nachdem was drin ist, 10 bis 15 Minuten sind die dann fertig gedämpft. Ich möchte meine frittieren, weil ich die mag, auch abends Netflix und Co. Ein bisschen Wantang mit süß-sauer Soße knabbern ist total lecker. Ich mache jetzt hier zwei verschiedene Sorten. Einmal mit Fisch. Ich habe hier eine Handvoll Garnelen geholt und zwei Hähnchen-Innenfilets. Ich brauche so ein bisschen Frühlingszwiebel und ein paar von meinen Blättern vom Kohlrabi. So, das Ganze hacke ich mir ein bisschen klein. Und dann geht das erstmal hier ins Töpfchen. So. Und dann nehme ich mir meine Garnelen. Und die schneide ich mir auch klein. Und dann hacke ich die ein bisschen. Es geht auch anderer Fisch, ne? Müssen nicht Garnelen sein. So, das geht wieder ins Töpfchen. Dasselbe mache ich jetzt mit den beiden Hähnchen-Innenfilets. Ich mache ja nur ein paar. Heute Abend wollte ich mir dann noch ein paar Wantang machen. So. Erst ein bisschen klein schneiden und dann wieder hacken. Da kommt ja nicht viel rein in so eine kleine Wantang-Tasche. Aber so kann jetzt leicht so ein Schuss Sojasauce kommt ja dazu. Und ein bisschen Salz und Pfeffer. Knoblauch, Ingwer. Das kann dann schön da reinziehen. So, jetzt habe ich hier meine Garnelen und hier mein Hähnchen. Hier kommt ein bisschen Salz rein. Da kommt ein bisschen Salz rein. Pfeffer, ihr wisst, frisch gemahlen. So, von dem Grün, halbe halbe. So, rein da. Ein Schuss Sojasauce hier und hier. Dann brauche ich eine Reibe, denn ich habe hier eine Knoblauchzehe schon geschält. Da kommt hier ein bisschen rein und hier. Und dasselbe mache ich mit Ingwer, frisch, auch nur ein bisschen und hier auch.
Mit ein bisschen Vorstellungskraft weiß man, wie lecker das gleich wird. Das mische ich jetzt beides mal durch und lasse das 10 Minuten mal ziehen. Mein Frittierfett kann ich so langsam mal erhitzen. Mein Öl ist schon langsam auf der richtigen Temperatur. Jetzt lege ich mir hier so ein paar von diesen Blättern hin und fülle die. Ganz wenig. Meine letzten Wantang, die waren so. Da war ich schon enttäuscht. Dann habe ich hier so ein Pöttchen mit Wasser. Das streiche ich hier am Rand lang. Das ist der Kleber. So zwei Stück mache ich mir mal. So, erste. Ich muss bemerken, das war der Fisch, die Garnelen. Die mache ich mir so. Erst ein Dreieck. Und dann hier unten reindrücken. Und hier so umkrempeln. So. Erste. Ja, nicht ganz überlappen. Da gibt es verschiedene Techniken, um die zu falten. Und wenn er verschiedene Sorten macht, könnte er halt eben auch verschiedene Falttechniken nehmen. So, einmal hier rum. Dann hier an der Seite festhalten, unten rein und umschlagen. Und hier überlappen und miteinander festkleben. So, und dasselbe mache ich jetzt mit dem Hähnchen. Ihr seht, das ist ganz einfach gemacht. Das könnt ihr ja alles vorbereiten, ne? Also wenn ihr das ins Mehrgänge-Menü einbaut, egal in welcher Form, könnt ihr das ja vorbereiten. Ich würde das jetzt noch nicht füllen, weil das kann sein, dass das durchnässt. So, die leckere Hähnchenfüllung. Beim Hähnchen mache ich jetzt die ganz einfache Form. Die ersten habe ich jetzt schon mit dem Frittierlöffel reingemacht. Die müssen jetzt schön braun werden. Und wenn die euch dann von der Farbe gefallen, holt ihr die raus und legt die auf den Zeber. Dann können direkt auch schon die nächsten rein. So schaut das aus. So. Fertig. Ein paar Minütchen immer nur. Da freue ich mich jetzt drauf. Das mit dem Frittieren macht man ja nicht so oft. Aber hier muss ich echt sagen, das lohnt sich. Als Vorspeise, als Knabberei abends, wie auch immer. So, und wenn ihr noch kein Rezept habt für die süß-saure Soße, die seht ihr am Ende des Videos, hat Bea ja schon gemacht. Die gehört nämlich dazu. Ich mag das auch gerne mit Erdnusssoße, aber süß-sauer ist cool. So, macht's gerne mal nach. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Lust habt, eure Küche zu versauen. Bis dahin, Thomas.